Das OnePort-Team heißt euch herzlich willkommen aus dem Meteora in Hannover. Die orientalische Küche ist voller Gewürze und voll interessanter Geschmackkombinationen. Daher machen wir für euch heute ein Weizentortilla, gefüllt mit einem Korianderpesto und mit einem Maishühnchen und dazu einen Bulgursalat. Wir beginnen ganz einfach damit, eine Mischung aus Kürbiskernen und Mandeln zu rösten. Dazu geben wir diese in die Pfanne. Ich habe ungefähr 4 Esslöffel Kürbiskerne und 3 Esslöffel Mandelkerne dafür genommen. Wir wählen noch kurz die Temperatur aus. Dafür wären 170 Grad optimal, um eine schöne Röstung zu bekommen und auch entsprechend diese Röstaromen mitzunehmen. Unsere Kerne in den Mörser, um die schon mal etwas kleiner zu bekommen. Zunächst kommt der Koriander in den Mörser, unsere Knoblauchzehen dazu. So, und nun reiben wir den Parmesan. Koriander-Knoblauch-Mischung zuerst, darauf dann den Parmesan, dann unsere Nüsse und einmal alles zusammenmischen. So, nun geben wir noch ein bisschen Olivenöl dazu und ein kleines bisschen Limettensaft. Ein bisschen salzen und pfeffern für den Geschmack. So wie hier, wie ihr merkt, das kann noch ein bisschen Öl gebrauchen. Ganz einfach noch ein kleines bisschen Öl nachgießen. Aber Schritt Nummer 1, Pesto ist fertig. Wir machen jetzt das Weizenbrot für unsere Tortillas. Hierzu ganz einfach ein bisschen Mehl, Olivenöl, Salz, Pfeffer auf die Arbeitsfläche geben. Ihr teilt den Teig danach in entsprechend viele Stückchen, wie groß ihr auch immer die Portion haben wollt. Und formt dann daraus ganz einfach einen flachen Fladen. Das könnt ihr mit der Hand machen oder mit einem Küchenroller, je nachdem, wie es euch lieber ist. Ihr stellt den OnePort ganz einfach auf Braten, entsprechend mit der Thermoauswahl auf 170 Grad, drückt auf Start. Zum Formen euer kleines Schiffchen nutzt ihr am besten so ein vorgefertigtes Rack, drückt dann die warmen Tortillas ganz leicht ein und sobald sie auskühlen, bleiben die in dieser Form erhalten und ihr könnt ganz schön anrichten. Okay, wir haben ja hier, wie ihr sehen könnt, ein Maishähnchen, was sich dadurch kennzeichnet, dass es besonders intensiv vom Geschmack her ist. Das Hähnchen ist mit Mais gefüttert, kommt aus Österreich tatsächlich. Und wir fangen jetzt an, für euch das Hähnchen einmal zu zerlegen. Ich habe hier eine Gewürzmischung zubereitet, wo ihr eure Hähnchenstücke ganz einfach drin wenden könnt. Die besteht aus Paprika, Salz, Pfeffer und ein kleines bisschen Koriander. Der OnePort, wie ihr seht, ist bereit einmal für unser Hähnchen, welches wir jetzt einmal reingeben und ein paar Minuten erstmal vor sich hin brutzeln lassen. Unser Hähnchen ist fertig. Wir nehmen die einzelnen Hähnchenstücke nun raus und lassen sie leicht auskühlen. Ihr seht diesen schönen Bratensaft, der dabei entstanden ist. Den werden wir drin lassen für den Geschmack. Dann gleich als nächstes
kommt einmal unser Bulgur in den Pott. Und wir kochen diesen mit zwei Teilen Wasser kurz auf. Ach, ich packe hier noch mal ein bisschen Gemüsebrühe rein. Für den Geschmack. So, der Bulgur ist fertig aufgequollen. Ihr erkennt das darin, der hat eine schöne lockere Konsistenz, schmeckt nicht mehr sehr fest. Den Bulgur können wir aus dem One Pot rausnehmen. Dann in unsere Schüssel tun. So. Und den natürlich ein kleines bisschen auskühlen lassen, weil wir jetzt das kalte Gemüse entsprechend in den Bulgur tun. Wir beginnen nun damit, den Weizen-Tortilla auf der Platte anzurichten. Und dann bestreichen wir ihn mit dem Korianderpesto. Danach legen wir ein paar unserer Maishähnchenstückchen verteilt entsprechend um drauf. Ihr packt nun auf die andere Hälfte eures Tellers einmal den Bulgursalat. Und hier könnt ihr natürlich auch wieder mit dem Koriander ein bisschen garnieren. Alle Rezepte findet ihr natürlich unter one-pot.shop. Okay.